Und Herrn Festgäste, werte Kolleginnen und Kollegen, Medienvertreter, danke, dass Sie alle heute hier erschienen sind. Willkommen zu einer Pressekonferenz, die mich als künstlerischer Verantwortlicher von Norwich natürlich sehr freut, denn am 21. Mai wird hier heuer auf der Seebühne eine große Gala-Veranstaltung des ORF aufgezeichnet. Seit fünf Jahrzehnten, gibt es die Aktion Licht ins Dunkel und die österreichische Armee, das Bundesheer, ist seit diesem Zeitraum auch als aktiver Partner mit dabei. Grund genug zu zeigen, wie wichtig Licht ins Dunkel ist, aber auch zu zeigen, dass das Bundesheer nicht nur dann da ist, wenn es geht, Lawinen wegzuräumen, Brücken abzureißen oder aufzubauen, nein, sondern auch für Menschen in Not da ist und das schon, wie gesagt, in starker Kooperation mit dem ORF seit Jahrzehnten. Das Bundesland Burgenland hat natürlich sofort auch mitgemacht, als die Anfrage kam, denn so viele Örtlichkeiten und Bühnen mit einer 3600 Quadratmeter großen Bühnenfläche gibt es in Österreich nur zwei, das ist Prignitz und das ist natürlich Mörwisch. Meine Damen und Herren, um Ihnen jetzt einmal gleich ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie es dann eventuell musikalisch zugehen wird auf der Seebühne, darf ich Ihnen jetzt eine kurze Showvorführung der Militärmusik Burgenland und der Militärmusik der Garde ankündigen. Aber bitte stellen Sie sich das jetzt hier mal 8 vor. So wird es dann ungefähr sein. Ich darf Sie jetzt auch live begrüßen, meine Damen und Herren, auf unserem Livestream. Sie sind hier in Eisenstadt und wir sind hier bei der Pressekonferenz zur ORF-Aufzeichnung 50 Jahre Zusammenarbeit Licht ins Dunkel mit dem österreichischen Bundesheer. Dankeschön. Musikalisch betreut sind wir bestens worden unter der Leitung für die Gardemusik von Oberstleutnant Johannes Kaus. Herzlichen Dank. Und die burgenländische Musik, das Musikchor Oberst Johann Mörtl. Herzlichen Dank. Ich bitte Sie jetzt, meine Herren, Konzertaufstellung zu nehmen. Danke. Wir möchten die Gelegenheit jetzt benutzen, meine Damen und Herren, ein bisschen über die Musikstücke zu sprechen, die Sie jetzt gehört haben. Jetzt war das zum Beispiel der Erzherzog Albrecht Marsch, der am 25. April 1887 zum 60-jährigen Militärdienstjubiläum von Generalerzherzog Albrecht Friedrich von Österreich stattfand. Sie werden musikalisch, auch militärmusik,
Da ist meine Kamera, Dankeschön. Den nächsten Marsch erwarten, meine Damen und Herren, und das ist auch gut so. Denn es ist einer der berühmtesten Militärmärsche, die wir uns vorstellen können. Es ist der berühmte 76er. Er hieß auch 76er Regiment Signal oder Ödenburgmarsch, meine Damen und Herren. Und gewidmet war er dem Inhaber des Regiments, dem Feldmarschall, Leutnant und späteren Feldzeugmeister Albert Freiherr Knebel von Treuenschwerdt. Oberst Johann Mirtl wird jetzt diesen 76er Regimentsmarsch für Sie dirigieren. Das war der 76er Regimentsmarsch, dirigiert von Oberst Johann Mirtl. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wenn man schon im Land der Operette ist und wir feiern nicht nur 50 Jahre Licht ins Dunkel, sondern auch 65 Jahre Seefestspiele im Mörbisch heuer, dann kann man natürlich nicht ohne Operette auskommen. Das Musical wird dann auch noch zur Note oder zum Wort kommen. Jetzt kommt eine junge Dame und ich habe in meinem, glaube ich, schon 2 Jahrzehnten, die ich für die Armee künstlerisch arbeiten darf, etwas erlebt, das ich so noch nie gesehen habe. Eine Offiziersanwärterin, sie möchte gerne einmal Berufsoffizier werden, die auch eine gesangliche, hervorragende Ausbildung hat. Also ein Fähnrich, eine Frau Fähnrich, nämlich Frau Helinek, die jetzt für Sie einen Operettenhit bringen wird, nämlich Sei gepriesen, du lauschige Nacht. Karl Michael Zierer schrieb die Landstreicher, sicherlich nicht wissend, dass 1,5 Jahrhunderte später eine Frau Fähnrich des österreichischen Bundesheeres im Land der Operette diesen Hit singen wird. Viel Vergnügen. Hey!
Recht, Jubel, Frau Fendrich, Helene, Gratulation. Einer Operettenlaufbahn steht nichts mehr im Wege. Nein, ich bleibe beim Bundesheer. Sie bleiben beim Bundesheer. Mit so einer Stimme, es gibt ein wunderbares Operettenfestival auf Schloss Tabor. Was wäre denn Ihre Traumrolle, wenn Sie eine Operette singen dürften, könnten, wollten? Die Giuditta. Die Giuditta. Na, wir können vielleicht ins Geschäft kommen. Vielleicht kann man mit der Chefin reden, ob das geht. Wir werden auch mit unserem Chef reden, ob das geht. Ich bin ja der Einzige, der heute hier drei Chefs hat, nicht? Meinen Kulturchef, den Militärchef, Chefin heute und meinen Fernsehchef. Ich bin heute dreifach kontrolliert. Jeder Versprecher ist ein Abschlag um 500 Euro über eurem Harmgehalt, glauben Sie das? Liebe Frau Fendrich, wieso so eine tolle Stimme und dann auf einmal beim Bundesheer? Oder war das immer schon ein Grundgedanke von Ihnen, ich will zur Armee? Ja, das war tatsächlich auch ein Kindheitswunsch. Die Singerei habe ich mir erfüllt und dann kam das Bundesheer als zweiter Wunsch. Und ich finde es fantastisch, dass ich hier beides verbinden kann. Ich bin auch völlig fassungslos. Ich habe schon sehr viel erlebt. Also wir wissen ja, dass wir toll musizierende Musikerinnen und Musiker haben, aber dass wir jetzt auch singende, so tolle singende Fähnriche haben, das ist mir neuartig. Das ist vielleicht auch gut, denn wir wissen ja alle, dass die Note ganz schnell ins Herz geht und die Verbindung natürlich auch gerade bei einem Heer wichtig ist, dass man auch sieht, dass Dinge, die ans Herz gehen, auch wichtig sind. Dankeschön. Vielleicht noch mal einen Gemeinschaftsapplaus an alle Musikerinnen und Musiker und unser Fähnrich Helene. Dankeschön. Ich darf jetzt das Mikrofon übergeben an den Mann, der uns jetzt offiziell begrüßen wird. Bitte begrüße den stellvertretenden Militärkommandanten des Burgenlandes, Oberst Raimund Vraner. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Im Namen des Militärkommandos Burgenland darf ich Sie hier im traditionswürdigen Rahmen der Martin-Kaserne recht herzlich willkommen heißen. Es freut uns, dass die Wahl für die Durchführung des Militärmusikfestivals 2022 erneut auf das Burgenland gefallen ist. Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden Sie nicht nur musikalisch verwöhnt werden, den ersten Vorgeschmack hatten wir ja schon genießen dürfen,
sondern Sie werden auch alle wesentlichen Details zum Militärmusikfestival in Mörbisch erfahren. Gestatten Sie mir nun, die Repräsentanten willkommen zu heißen. Wir dürfen der Frau Bundesminister für Landesverteidigung, Magistra Claudia Tanner, unseren respektvollen Gruß entbieten. Grüß Gott, Frau Bundesminister. Ein herzliches Grüß Gott dem Landeshauptmann des Burgenlandes, Magister Hans-Peter Doskozil. Die Militärmusik ist ihm besonders verbunden, da er in seiner Amtszeit als Verteidigungsminister den Grundstein für den Weiterbestand der Militärkapellen gelegt hat. Es freut uns, dass der Präsident der Aktion Licht ins Dunkel, Kurt Nekola, ebenfalls ins Burgenland gekommen ist. Grüß Gott, Herr Präsident. Als weiteren Keyplayer gilt unser Willkommensgruß dem Generaldirektor des ORF, Magister Roland Weißmann. Grüß Gott, Herr Generaldirektor. Und ich darf Sie, geschätzte Medienvertreter, ebenfalls sehr herzlich in der Martin-Kaserne in Eisenstadt begrüßen und für Ihr zahlreiches Erscheinen bedanken. Da diese Pressekonferenz von der Heeresbild- und Filmstelle mittels Livestream übertragen wird, begrüßen wir natürlich auch alle Zuseher, die uns im Internet folgen, sehr herzlich. Freuen Sie sich nun auf das folgende Programm. Es beinhaltet ein paar tolle musikalische Höhepunkte und ich hoffe, dass wir alle offenen Fragen im Zuge dieser Pressekonferenz beantworten können. Dankeschön, Herr Oberst. Das war die offizielle militärische Begrüßung heute hier. Ich begrüße jetzt, meine Damen und Herren, die Ministerin für Landesverteidigung. Hier kommt für Sie Claudia Tanner. Ja, vielen Dank für die Einbegleitung. Alfons Haider, der das österreichische Bundesheer ja schon seit Jahren begleitet, nicht nur bei der Eröffnung des Balls der Offiziere, sondern auch dann, wenn es für die Soldatinnen und Soldaten wichtig ist, auch eine Überraschung, eine Wohltuende zu haben, wie damals im Kosovo gemeinsam mit Maya Hagfort. Das ist schon ein besonderer Tag heute, Herr Landeshauptmann, Herr Generaldirektor, stellvertretender Militärkommandant, Herr Präsident, an dem wir heute hier stehen dürfen, sehr geehrte Damen und Herren der Medien. Es tut so gut, nach so langer Zeit Musik zu hören und noch dazu Musik zu hören in dieser Qualität. Da kann man einfach nur stolz sein. Und dankbar, Herr Landeshauptmann, für die Unterstützung, die du seitens des Landes Burgenland gibst. Ohne dem wäre dieses Militärmusikfestival mit Sicherheit nicht möglich. Es gastiert ja bereits das vierte Mal hier im Burgenland. Dann gibt es durchaus den einen oder anderen, der ja nicht dabei sein kann. Und an dieser Stelle auch an den ORF, an den Herrn Generaldirektor, ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Unterstützung, nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch am Tag dann der Tage an diesem Abend. Ja, und dann hat das alles noch einen ganz besonders schönen Sinn und Zweck auch. Eine Partnerschaft über ein halbes Jahrhundert, die das österreichische Bundesheer mit Licht ins Dunkel verbindet, wo wir gemeinsam helfen und das auf eine ganz besondere Art und Weise seit so langer Zeit tun dürfen. So etwas wie dieses Festival, das braucht viele helfende und unterstützende Hände. Und dann braucht es einen, der das alles koordiniert. Und das ist unser Militärmusikchef, Oberst Heer, dem ich an dieser Stelle mit all seinen Militärmusikkommandanten ein ganz herzliches Dankeschön sage für die akribische Vorbereitung über die letzte Zeit. Das waren ja immerhin 2 Jahre, wo in Wahrheit nichts stattfinden hat können. Und wenn ich mir etwas wünschen darf, sehr geehrte Damen und Herren, dann bin ich überzeugt, dass wir so viel an Vorgeschmack heute kriegen werden für das Festival auf der einen Seite. Und dann wünsche ich mir, dass wir gemeinsam sehr, sehr viele Spenden für Licht ins Dunkel sammeln dürfen. Ein ganz großes Dankeschön für die positive Berichterstattung über dieses so wichtige Event. Danke. Dankeschön, Frau Bundesminister. Meine Damen und Herren, man nennt ihn zu Recht den Herzschlag des Burgenlandeshauptmanns Hans-Peter Doskozil. Ja, sehr geehrte Frau Bundesminister, Herr Generaldirektor, Herr Präsident, Herr Militärkommandant, Stellvertreter, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie natürlich auch in meinem Namen, im Namen des Landes Burgenlandes, zu dieser Pressekonferenz recht herzlich begrüßen. Es ist für mich sicherlich wieder ein besonderes Erlebnis, auch die Militärmusik in dieser Stärke live miterleben
zu dürfen. Das war ja, wie wir gehört haben, nicht immer so. Wenn am 21. Mai dieses Militärmusikfestival in Mörby stattfinden wird, dann stehen in Wirklichkeit zwei Institutionen im Mittelpunkt. Auf der einen Seite das österreichische Bundesheer, vertreten natürlich durch die Militärmusik, und auf der anderen Seite die schon traditionelle, über fünf Jahrzehnte andauernde Institution und wirkende Institution Licht ins Dunkel. Das österreichische Bundesheer hat sicherlich viele Ups und Downs miterlebt, hat auf und nieder, hat viel Strukturveränderungen miterlebt, und beide Institutionen aus meiner Sicht sind besonders in Zeiten wie diesen, nach dieser zweijährigen Pandemie, aber auch mit einem Blick auf die Konfliktsituation und den Krieg in der Ukraine, wichtiger denn je. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass es jetzt wieder eine Zeit des österreichischen Bundesheeres geben wird, aus welchen Gründen auch immer, wo das österreichische Bundesheer wieder geachtet wird, in den Mittelpunkt gestellt wird. Und diese Zeit aus meiner Sicht muss auch für und im Interesse des österreichischen Bundesheeres genutzt werden, wiederum sich in den Mittelpunkt zu stellen, seine Fähigkeiten und seine Möglichkeiten bestmöglich zu platzieren. Auf der anderen Seite, und das ist durchaus der traurige Aspekt an dieser ganzen Geschichte, haben wir offensichtlich schon seit 50 Jahren immer wieder den Bedarf und die Bedürfnisse, Menschen außerhalb der staatlichen Strukturen zu unterstützen, außerhalb des Systems zu unterstützen, weil sie sozial schwach sind, weil sie möglicherweise Defizite haben. Und da gibt es dankenswerterweise und auch bewundernswerterweise die Institution Licht ins Dunkel. Aber wenn man wirklich ehrlich ist, müsste man doch meinen, dass in einem solchen Staat wie Österreich eine solche Institution nicht notwendig sein müsste und dürfte, weil wir natürlich den Anspruch für uns haben, alle bestmöglich zu versorgen. Dem ist leider Gottes nicht so. Und daher gilt an dieser Stelle auch mein Dank der Institution Licht ins Dunkle, die über 50 Jahre hindurch wirklich konstant, akribisch immer wieder dafür gesorgt hat, dass auf der einen Seite Geld gesammelt worden ist, dass finanzielle Mittel gesammelt worden sind und in der weiteren Folge natürlich auch an jene weitergegeben wurden, die es wirklich in unserer Gesellschaft brauchen. Und beide Aspekte angesichts des Krieges wird es höchstwahrscheinlich zukünftig verstärkt benötigen, weil insbesondere die Lebenssituation von Menschen, die in sozial schwierigen Lebensverhältnissen leben, noch schwieriger werden. Und das ist nicht nur eine Herausforderung des Staates, das wird eine gesellschaftspolitische Herausforderung werden. Das wird auch eine Herausforderung für solche Institutionen wie Licht ins Dunkel werden. In diesem Sinne war es überhaupt kein Thema, dass wir diese Veranstaltung unterstützen, dass wir die Möglichkeiten, die wir im Burgenabend haben und in dieser Art und Weise die Seebühne Mörbisch natürlich zur Verfügung stellen, um auch beiden Institutionen, dem österreichischen Bundesheer in Form der Militärmusik und auf der anderen Seite Licht ins Dunkel, hier eine Bühne zu geben, damit sie wahrgenommen werden und damit sie als Institution auch positiv in die Zukunft blicken können. In diesem Sinne, Dankeschön an alle Beteiligten und allen voran natürlich auch an das österreichische Bundesheer. Dankeschön. Dankeschön, Herr Landeshauptmann. Meine Damen und Herren, es ist viel gefallen über Licht ins Dunkel. Tatsache ist, dass es sicherlich eine der anerkanntesten Unternehmen ist, wo man weiß, dass jeder Cent, der hereinkommt, auch dorthin geht, wo er hingehört. Viele Fernsehstationen haben das nachgemacht und seit es Licht ins Dunkel gibt, ziehen auch langsam alle mitteleuropäischen Stationen mit. Wir freuen uns jetzt auf den Präsidenten des Vereines Licht ins Dunkel. Hier kommt Kurt Nikola. Ja, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Generaldirektor, sehr geehrter Herr Generalintendant, sehr geehrte Damen und Herren, mit Licht ins Dunkel arbeiten wir intensiv daran, dass das Verständnis wächst für die besondere Situation, in der Menschen leben, die mit einer oder mehreren Behinderungen zurechtkommen müssen. Wir arbeiten daran, dass auch das Vertrauen sich entwickelt, dass inklusive Modelle des Lernens, des Arbeitens und des Lebens überhaupt
positive Wirkungen erzielen. Und wir arbeiten außerdem intensiv daran, dass sich auch das Bewusstsein weiterentwickelt, dass wir eine gemeinsame Verantwortung für sozioökonomisch benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft haben. In unserem wirtschaftlich äußerst erfolgreichen Österreich leben leider ungefähr 350.000 Kinder und Jugendliche, die armutgefährdet sind. Und besonders prekär wird die Situation, wenn sich das mit einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung oder anderen Problemlagen kombiniert. Hier hilft Licht ins Dunkel mit Hilfe von vielen, vielen Spenderinnen und Spendern, die uns über die Jahrzehnte die Treue halten, und dafür danke ich ganz besonders. Wir waren wieder im vergangenen Jahr in der Lage, 15.000 Kinder und Jugendliche und ihre Familien zu unterstützen und 400 Inklusions- und Sozialprojekte zu fördern, die dazu führen, dass auch viele Menschen, die einerseits Probleme haben, aber andererseits über diese Projekte eine gesellschaftliche Teilhabe vermittelt bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt zwischen dem österreichischen Bundesheer und Licht ins Dunkel eine jahrzehntelange, äußerst konstruktive Zusammenarbeit, für die wir wirklich dankbar sind. Die Telefonie wird seit Jahrzehnten unterstützt, um eben Spenden sammeln zu können. Und die unterschiedlichsten Gliederungen des Bundesheers führen immer wieder Spendenaktionen selbst durch und unterstützen damit unsere Aktion. Dieses Militärmusik-Event auf der Seefestbühne in Mörbisch wird ein wirklich beeindruckender Auftakt im Jubiläumsjahr, 50 Jahre Licht ins Dunkel sein. Und ich danke allen Verantwortlichen des österreichischen Bundesheeres, des Landes Burgenland, des ORF, der Seefestbühne Mörbisch, dafür, dass es ermöglicht wurde, dieses tolle Event umsetzen zu können. Gerade jetzt ist es unglaublich hilfreich, diese Öffentlichkeit zu erzielen und mit einer so eindrucksvollen Veranstaltung das Jubiläumsjahr zu beginnen. Daher herzlichen Dank an alle, die das ermöglichen. Dankeschön, Präsident Kurt Nikola. Meine Damen und Herren, eine Veranstaltung wie Licht ins Dunkel kann natürlich nur funktionieren, wenn die Medien mitspielen. Vor allem, wenn die größte Orgel des Landes, die Medienorgel des ORF, mitspielt. Auf allen Bereichen, die wir haben, ob online, ob im Internet, ob im Radio, ob im Fernsehen. Der ORF ist seit Jahrzehnten, das wissen Sie, ununterbrochen für die Aktion Licht ins Dunkel unterwegs. Und nicht nur in den Monaten November, Dezember, jetzt schon im Mai für diese heurige Organisation. Das gehört geführt, geleitet und gelenkt und funktioniert es auch. Hier kommt der neue ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Militärkommandant, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir feiern ein Jubiläum, 50 Jahre Licht ins Dunkel, und das ist natürlich besonders wichtig für uns, an solchen Veranstaltungen wie die heutige, die hier präsentierte, teilzunehmen. Natürlich sind wir als Rundfunk der Gesellschaft, haben wir eine Funktion, eine wichtige, aber das geht ja nur mit solchen Partnern wie dem österreichischen Bundesheer, das ja seit Jahrzehnten wirklich in einer guten Kooperation solche Veranstaltungen wie das Militärmusikfestival veranstaltet. Es ist uns ganz, ganz wichtig, als Rundfunk der Gesellschaft zu helfen. Und da bedanke ich mich auch beim Herrn Präsidenten für die jahrelange gute Kooperation, 50 Jahre. Und da gibt es auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF, die das wirklich immer großartig unterstützt haben.
Die noch 50-jährige Partnerschaft ist eine unverzichtbare Hilfe für Licht ins Dunkel. Das zeigt sich nicht nur am Heiligen Abend, das wurde ja hier auch kurz angesprochen, sondern es ist wirklich eine Arbeit, die ja das ganze Jahr lang dauert. Aber natürlich sieht man es am Heiligen Abend und bin da auch jedes Jahr selbst bei der Veranstaltung. Und es ist wirklich rührend, was da passiert, wie sich viele Prominente auch in den Dienst der guten Sache stellen ans Telefon. Da gibt es eine wirklich gute Stimmung und da freue ich mich auch jetzt schon auf den 21. Mai, weil ich nehme an, dass es auch eine ähnlich gute Stimmung geben wird bei diesem Militärmusikfestival, das wir auch gerne unterstützen. Und vielleicht noch ein persönliches Wort. Ich war vor mehr als 30 Jahren beim Bundesheer, war damals Wachkommandant und wir haben die Gardemusik bewacht und heute bin ich sehr froh, wenn ich sie endlich einmal live spielen höre, aber ich denke mir, dass das sehr sinnvoll war und bedanke mich auch beim ehemaligen Verteidigungsminister, der sich dafür eingesetzt hat, dass es diese Kapellen weitergibt. Ich glaube, gerade in so schwierigen Zeiten, Pandemie, jetzt auch der Krieg in der Ukraine, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein bisschen eine positive Stimmung wieder macht. Danke vielmals auch für die musikalische Begleitung und ich freue mich sehr auf die Veranstaltung am 21. Mai. Dankeschön. Dankeschön, auch Herr Generaldirektor Roland Weißmann. Der Generaldirektor hat mir fast ein Stichwort gegeben. Ich habe bei einer Veranstaltung einmal dieser Art den damaligen Landesverteidigungsminister Doskozil gefragt, was darf ich und vor allem wie lange darf ich? Und der hat damals zu mir gesagt, es hat 38 Grad gehabt, du darfst so lange, bis der erste Rekrut umfällt. Heute sind wir noch nicht so weit. Aber Sie, meine Damen und Herren Medienvertreter, es gibt ein Mikrofon bei Ihnen, haben jetzt bitte die Gelegenheit, Fragen zu stellen an die Herrschaften. Das ist jetzt nicht Angst vor Ihnen oder Covid, dass wir so weit Abstand halten, aber es wäre jetzt zu umständlich, Sie hin und her zu bringen. Hat jemand von Ihnen jetzt eine Frage, die er jetzt stellen möchte an einen der hier anwesenden Hauptverantwortlichen dieser Kooperation? Gut. Das ist ja friedlich, nicht? Wenn niemand was zu fragen, niemand Fragen hat. Dann darf ich jetzt Danke sagen Ihnen zu Hause im Livestream, meine Damen und Herren. Bitte denken Sie daran, am 21. Mai findet auf der Seefestspielbühne Mörwisch die große Gala-Aufzeichnung statt Licht ins Dunkel Kooperation. Bitte denken Sie daran, dass Sie dort 300 Musikerinnen und Musiker mit fantastischen Musikstücken finden werden und treffen werden. Ich verabschiede mich jetzt offiziell von Ihnen hier im Livestream. Wir freuen uns, wenn Sie am 21. Mai mit bei uns sind in Mörwisch. Ja, aber...